Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema Automatikgetriebe und wir stellen euch einen sehr, sehr interessanten Fall dar, der viele von euch wahrscheinlich interessiert. Wir haben hier einen BMW 45i G30 mit knapp 80.000 Kilometern. Das Fahrzeug ist aus 2017. Ist ein Riesenrückläufer, der Kunde hat das Fahrzeug gekauft und möchte das Auto natürlich länger fahren. Und ist hier, damit wir das Fahrzeug einmal komplett durchprüfen, dass er einfach weiß, gibt es irgendwo Handlungsbedarf oder halt nicht. Und bei diesem Fahrzeug ist das leider so, dass das Getriebe einen sehr großen Verschleiß hat, der zu einem Getriebeschaden führen wird, wenn man nicht aktiv wird. Und leider wird bei dem Fahrzeug eine normale Getriebespülung oder ein Ölwechsel nicht reichen. Woher wissen wir das? Wir können uns die Adaptionswerte vom Getriebe anschauen und dann die richtige Maßnahme fürs Getriebe empfehlen, damit es möglichst lange hält. Für diejenigen, die nicht die Möglichkeit haben, zu uns zu kommen, wie dieser Kunde, und sich ein schönes Auto kaufen wollen oder selbst ein Auto gekauft haben oder überlegen, ob ihr Auto behalten oder nicht behalten, dafür bieten wir eine Fernwartung an. Dabei schicken wir euch so ein Kabel zu. Ihr braucht einen normalen Laptop mit Internet und Windows. Internet kriegt man über den Hotspot vom Handy und dann können wir von hier aus euer Fahrzeug prüfen. Wir können die Adaptionswerte des Getriebes prüfen, wir können den gesamten Motor prüfen, die einzelnen Komponenten des Motors, Komponenten des Fahrzeugs und so können wir euch sagen, wie ist der Zustand, gibt es irgendwo Handlungsbedarf oder eher nicht. Und in dem Fall haben wir das Fahrzeug geprüft und haben festgestellt, dass sozusagen die Adaptionswerte des Automatikgetriebes vor allem für diese Laufleistung und für dieses Baujahr sehr, sehr schlecht sind. Was sagen wir uns die Adaptionswerte? Wir haben einmal hier Kupplungsfülldrücke und wir haben Schnellfüllzeiten. Die Kupplungsfülldrücke sagen uns, wie viel Mehrdruck muss ein Getriebe ausüben, um den Gang zu schalten. Und die Schnellfüllzeiten sagen uns, wie lange braucht das dafür, um den notwendigen Druck aufzubauen. Kannst dir einmal kurz angucken, wie die Werte so sind. Und da sind Werte bei einem Fahrzeug, was nur 5 Jahre alt ist und knapp 80.000 Kilometer hat. Ein typisches Leasingfahrzeug, es wurde 4 Jahre gefahren, 4 Jahre misshandelt und dann hat sich der neue Besitzer das Auto gekauft, ohne es leider vorher zu prüfen. Denn sonst hätte man festgestellt, was mit dem Getriebe ist. Was ist denn überhaupt mit dem Getriebe? Mit dem Getriebe muss man jetzt aktiv werden, damit man den Druckverlust beseitigt. Denn je länger man mit diesem Druckverlust durch die Gegend fährt, desto länger und schneller verschleißt das Getriebe und so schneller passiert der Getriebeschaden. Warum ist das so? Wir haben bei dem Getriebe Kupplungslamellen, so sehen die aus. Und diese Kupplungslamellen, die haben eine Beschichtung. Und diese Beschichtung ist endlich, das heißt, die ist nicht unendlich, irgendwann ist sie weg. Und je mehr Druckverlust wir haben, desto schneller ist diese Beschichtung verschwunden und desto schneller tritt der Getriebeschaden ein. Man könnte denken, der Getriebeschaden ist ja an sich nichts Schlimmes. Wenn das Getriebe kaputt geht, ich fahre das Ding, bis es kaputt geht und dann lasse ich das ja reparieren. Kann man machen. Das Problem ist, wenn man das Getriebe vernünftig repariert, liegt man bei einer Instandsetzung bei ungefähr 5.000 bis 6.000 Euro. Denn bei einer vernünftigen Instandsetzung muss man die Ursache des Getriebeschadens beseitigen. Wir werden nochmal im Video drauf kommen, welche Arten von Druckverlust wir haben, aber nur um den Getriebeschaden kurz anzureißen. Wenn man das Getriebe vernünftig instand setzen will, muss man die Mechatronik tauschen, liegt man preislich bei 2.500 Euro. Man muss den Wandler tauschen, der kostet ungefähr 1.500 Euro und man muss das Getriebe instand setzen. Und trotzdem, wenn das Getriebe instand gesetzt wurde, ist es niemals so gut wie ein Getriebe, was halt im vernünftigen Zustand ist. Das heißt, wo man den Status quo gehalten hat. Weil viele Bauteile werden nicht getauscht. Es wird nicht alles neu gemacht, sondern es werden die defekten Teile getauscht. Aber viele Teile haben Verschleiß, so wie hier. Ihr seht das Lager, oder hier, dieses Lager zum Beispiel, hat Verschleiß, ist aber nicht kaputt. Deswegen ist ein instandgesetztes Getriebe, ruckt hin und wieder, schaltet nicht perfekt. Ein neues Getriebe bei BMW für dieses Fahrzeug, haben wir eben nachgeschaut, kostet 14.000 Euro ohne Einbau, ohne Kodierung, ohne Befüllung. Man kann natürlich das Getriebe auch beim Getriebehersteller sich bestellen, liegt man ungefähr bei 7.000 bis 8.000 Euro. Das heißt, alle Sachen, die nicht notwendig sind, wenn man die richtigen Maßnahmen trifft, um das Getriebe möglichst lange zu behalten. Wir kommen zu den Maßnahmen. Welche Maßnahmen gibt es? Wir wollen den Getriebeschaden vermeiden.
Denn die Lamellen verschleißen dadurch schneller. Eine mögliche Ursache des Druckverlustes sind die Dichtungen zwischen Mechatronik und Getriebe. Das ist zum Beispiel die Mechatronik, in dem Fall ist die zerlegt, die besteht aus zwei Hälften und zwischen der Mechatronik und dem Getriebe haben wir Gummidichtungen. Das sind einige davon. Und wenn diese Gummidichtungen zum Beispiel verschleißen über die Jahre, weil das Fahrzeug zum Beispiel 5 Jahre alt ist oder 10 Jahre alt ist oder zum Beispiel das Fahrzeug wird aggressiv gefahren, das Öl hat irgendwann seine Schmiereigenschaften verloren, wir haben hohe Temperaturen im Getriebe oder wir haben eine Anhängerkupplung oder das Fahrzeug hat wie in dem Fall einen starken Motor oder wir fahren viel Kurzstrecke. Das sind alle Sachen, die aufs Getriebe eine hohe Belastung haben und die Lebensdauer verkürzen. Das ist zum Beispiel die erste Barriere, das heißt das schwächste Glied, wo zum Beispiel der Druckverlust entsteht. Das heißt, eine mögliche Maßnahme wäre, Mechatronik ausbauen, Dichtung zwischen Mechatronik und Getriebe tauschen und dann das Getriebe spülen. Eine mögliche Maßnahme. Eine andere mögliche Maßnahme, wo der Druckverlust auch sein kann, ist die Mechatronik. Weil wir zum Beispiel gucken uns die Adaptionswerte an und sehen, wir haben hier einen Druckverlust. Aber wir wissen nicht, wo ist der Druckverlust? Ist er zum Beispiel bei den Dichtungen? Ist er vielleicht woanders? Eine mögliche weitere Druckverlust, sozusagen ja, Position oder Stelle, ist die Mechatronik selber. Wir haben in der Mechatronik zwischen den beiden Hälften haben wir eine Platte. Diese Platte, die hat zum Beispiel die Dichte, die einzelnen Bereiche voneinander ab. Das heißt zum Beispiel diesen Bereich von diesem Bereich als Beispiel. Und man sieht zum Beispiel hier haben wir eine Beschädigung. Das heißt, die Mechatronik ist oder die Dichtplatte ist hier beschädigt. Das ist eine Gummiabdichtung und die Gummidichtung ist beschädigt. Dadurch haben wir dort einen Druckverlust. Ein möglicher weiterer Druckverlust kann ein metallischer Druckverlust sein. Das heißt, wir prüfen bei der Mechatronik die Kompression zwischen den Kolben und dem Gehäuse. Das werden wir gleich gemeinsam in diesem Video machen. Und wir werden euch zeigen, wenn die Kompression nicht richtig ist, das heißt, wenn wir hier einen Druckverlust Verschleiß haben, dann können wir diese Mechatroniken bei einigen Fahrzeugen instand setzen. Das Problem ist zum Beispiel bei diesem Fahrzeug, was wir hier haben, aktueller Fall, ich blende das gerne einmal ein, haben wir einen Verschleiß der Mechatronik, den wir nicht reparieren können. Das heißt, in dem Fall haben wir bei 80.000, bei 5 Jahre alten Fahrzeug, eine defekte Mechatronik. Diese defekte Mechatronik, die wird zu einem Getriebeschaden führen, bei so einer kleinen Laufleistung. Und diese Mechatronik kann man nicht mehr reparieren. Das heißt, der Hersteller vom Getriebe hat die Mechatronik so modifiziert, dass man die leider nur tauschen muss. Tauschen heißt 2.500 Euro bezahlen. Plus Einbau, plus Kodierung, plus Befüllung. Ne? Und das ist leider Realität, die wir hier täglich sehen. Und deswegen versuchen wir über die Videos euch zu sensibilisieren, dass man einfach versteht, man muss die Sachen rechtzeitig machen. Wenn man die nicht rechtzeitig macht, dann wird das halt teuer. Wir haben nichts davon, wenn der Kunde 2.500 Euro für die Mechatronik bezahlt. Der Kunde hat auch wenig davon, wenn er so viel Geld investiert. Sinnvoller wäre, das Fahrzeug rechtzeitig zu pflegen, zu warten, eine Spülung zu machen, die Werte zu gucken oder bevor man so ein Auto kauft, gucken, wie ist das Getriebe. Der Kunde muss jetzt sehr viel Geld fürs Getriebe ausgeben, obwohl er gedacht hat, er hat ein Fahrzeug gekauft unter 100.000 Kilometern, was nur 5 Jahre alt ist, wo er die nächsten 5, 6 Jahre fahren kann, ohne viel zu investieren. Und das ist leider nicht der Fall. Deswegen, wenn ihr ein Fahrzeug kauft oder überlegt, ein Auto zu behalten, prüft das Auto. Dann wisst ihr, was Sache ist und ob irgendwo Handlungsbedarf besteht. In dem Fall besteht leider Handlungsbedarf und wir werden gleich euch zeigen, wie man zum Beispiel in einem Fall, wo man die Mechatronik reparieren könnte, wie man die reparieren kann. Das Problem auch zum Thema Getriebespülung. Viele denken, dass eine Getriebespülung das Allheilmittel ist, bei allen Laufleistungen, bei allen Altern, dass man immer dadurch dem Getriebe was Gutes tut. Leider ist das nicht der Fall, denn oft wird einfach mit einem externen Druck gespült. Dieser externe Druck beschädigt diese Gummidichtung noch mehr, das heißt, hat eine größere Belastung auf die Gummidichtungen. Es wird mit Chemie gespült, was die ganzen Gummikomponenten angreift und eine Getriebespülung ist schädlich. Das heißt, wenn man so ein bisschen recherchiert im Internet, in den Foren, wird man viel sehen dass, oder lesen, dass viele Menschen eine Getriebespülung durchgeführt haben und danach ein schlechteres Schaltverhalten hatten als vorher oder das Getriebe gar nicht mehr gefahren ist, weil zum Beispiel
durch den Druck wurde hier eine Gummikomponente zum Beispiel beschädigt und wir hatten noch einen größeren Druckverlust. Deswegen, bevor man überhaupt was am Getriebe macht, Adaptionswerte checken, danach gucken, was ist die richtige Maßnahme und dann jemanden in der Nähe finden, der euch die richtige Wartung, die richtige Maßnahme durchführen kann. Hier ist zum Beispiel eine defekte Mechatronikhälfte. Und diese Mechatronikhälfte kann man halt prüfen über Druck. So, das heißt, wir sehen hier bestimmte Bereiche. Hier sehen wir einen Bereich, der ist rot und der hat zum Beispiel einen Verschleiß, der ist beschädigt. Das heißt, normalerweise sollte ein Bereich ungefähr bei mindestens 18 sein. Hier könnt ihr zum Beispiel sehen, was wir hier für einen Wert haben. Wir haben hier einen Wert von ungefähr 10. Das heißt, in dem Bereich haben wir zum Beispiel schon einen Druckverlust. Ich kann euch zum Beispiel einen anderen Bereich zeigen. Hier, ne, ihr habt hier einen Wert von ungefähr fast 30. Das ist ein Wert, der vernünftig ist. Ne? Und wenn wir natürlich in dieser Mechatronik, in dem Bereich halt einen Verschleiß haben, dann haben wir hier einen Druckverlust und dann muss man die Mechatronik tauschen oder man kann die instand setzen. In dem Video werden wir euch auch zeigen, wie wir diese Mechatronik instand setzen. Wir haben hier eine defekte Mechatronik, die wird zu einem Getriebeschaden führen, denn wir haben hier einen Druckverlust. Der Druckverlust ist hier vorne zwischen Gehäuse und dem Kolben. Wir sollten Werte von mindestens 18 haben. In der Regel haben wir Werte von 25 bis 30. In dem Fall haben wir Werte knapp bei 10. Wir werden das jetzt einmal kurz prüfen. Ich zeige euch einmal, wie das jetzt vorher war. Knapp bei 10. Dieser Bereich hier. Wir werden eine Bohrung durchführen, das heißt, wir werden die hier instand setzen, wir werden es aufbohren und dann wird ein anderer Reparaturkolben eingesetzt. Dann werden wir das gemeinsam nochmal prüfen. Wir können die Mechatronik hier vor Ort instand setzen. Wir bohren jetzt durch. Ihr seht, hier haben wir den Bohrer und bis das komplett bis zum Ende ist, das heißt, das wird jetzt aufgeweitet. Die Späne, man sieht, die fallen unten runter und dann wird ein Reparaturkolben eingebaut, der halt weiter ist. Und dann haben wir Werte wie bei einer nagelneuen Mechatronik. So, wir haben die Bohrung jetzt fertig. Wir bauen das einmal ab. Ihr werdet sehen, wir haben da die ganzen Späne. Danach wird die Mechatronikhälfte gereinigt. Hier ist der Bohrer mit den Spänen. Hier sind die Späne, kann man relativ gut sehen. Und auch hier der aufgeweitete Bereich. Hier kann man da so ein bisschen sehen. Wir werden ihn gleich einmal reinigen und dann seht ihr, was die jetzt für Werte da vorhanden sind. Die Mechatronik ist durchgebohrt. Wir werden jetzt den Reparaturkolben einbauen. Man sieht, das ist der alte mit der Feder. Hier sieht man auch die Beschädigung bei dem Teil hier. Ne, wahrscheinlich kann man das per Video auch sehen, dass es heller ist. Das ist das Neue. Es ist mit einem Gummidämpfer. Das heißt, es ist noch etwas besser abgesichert. Und das ist der neue Kolben. Der sieht genauso aus, nur der hat im Endeffekt, der ist eigentlich deutlich dicker. Den werden wir jetzt einmal kurz einbauen. So. Es kommt der neue Dämpfer rein. Da muss man immer aufpassen, weil wenn man den falsch einbaut oder zu weit reinschiebt, dann kriegt man den auch nicht mehr wieder raus, weil der ist sehr, sehr dicht. Deswegen, wenn wir den jetzt zack einmal reinstecken. So, und jetzt können wir gemeinsam mal die neuen Werte prüfen. Das war der defekte Bereich. Ihr seht, wir hatten knapp 10, jetzt haben wir über 22. Dadurch ist die Mechatronik instand gesetzt. Denn so ein Druckverlust, den wir hier haben oder in anderen Komponenten, der wird zu einem Getriebeschaden führen, denn die Lamellen schleifen aneinander. Weiterhin gibt es im Getriebe zum Beispiel Ventile. Diese Ventile, die haben auch zum Beispiel einen kleinen Filter. Die kann man hier zum Beispiel sehen. Wenn diese Filter verdreckt sind, durch Lamellenabrieb zum Beispiel, dann haben wir das Problem, dass diese Magnetventile nicht richtig arbeiten. Dann können die ebenfalls zu so einem Problem führen. Bei vielen Getrieben haben wir Sollbruchstellen. Und diese Sollbruchstellen sind vom Werk so gemacht, dass die Getriebe einfach nicht lange halten können. Hier haben wir zum Beispiel Dämpfer. Ihr könnt euch die Anhang angucken. Das ist zum Beispiel ein neuer Dämpfer. Ihr seht, ihr habt eine Gummibeschichtung. So sieht der Dämpfer nach einer bestimmten Laufleistung aus. Es gibt aber auch modifizierte Dämpfer mit einer Metallfeder, damit sowas halt nie wieder passieren kann. Ups, nicht wegfliegen. So. Genauso haben wir hier bestimmte
Puffer, das heißt, die dafür sorgen, dass wir Druckverhältnisse wieder da haben. Ihr seht zum Beispiel, das ist das Originale und wir haben hier schon so ein bisschen Beschädigung, ne, Kratzer, die kann man relativ gut sehen. Und hier haben wir die modifizierte Variante mit einer Dichtung. Das heißt, die kann auch nicht mehr oder hält entsprechend halt lange. Genauso kann man zum Beispiel so eine Mechatronik modifizieren, dass sie einfach stärker ist und diese Sollbruchstellen entfernt. Das können wir bei jeder Mechatronik machen von BMW, wenn ihr an sowas Interesse habt.